Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Train Life Railway Simulator. Wir fahren heute einen Güterzug durch den Eurotunnel von Calais nach London und bereiten jetzt mal alles vor. Dafür machen wir jetzt mal Scheibenwischer an. Dann machen wir die andere Taste, T. Scheinwerfer an und dann Scheibenwischer. Ja, sehr schön. Und dann lösen wir hier die Feststellbremse. Beantragen erstmal Einfahrt in die Schmelzhütte. Hole die Stahlplattenwagen ab. Also laut hier sollen wir irgendwo rechts rüber, ne? Warte, Anzeige. Ich werde mich mal hier unten an die Anzeige halten. Die hoffentlich passt. Bei der letzten Folge mit dem ICE hat diese Anzeige auf der Map hier meistens gepasst. Auf dieser Map. Wenn man MD-Map aufruft, dann passt sie wieder nicht. Da vorne ist, glaube ich, auch eine Anzeige für uns. Ja. Ich denke mal, da müssen wir hin. Dann die Wagen ankuppeln. Und dann geht's durch den Eurotunnel. Ich bin gespannt, wie sie den Eurotunnel umgesetzt haben. Deswegen mache ich ja hauptsächlich auch diese Fahrt, dieses Szenario. Ich finde den Regeneffekt gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Der gefällt mir. Na, guck mal hier auch an der Seite, wie sich das zuregnet. Das ist schön gemacht. Und dann dürfen wir jetzt hier einmal halten und dürfen dann einmal die Wagen hier ankuppeln. So. Sehr schön. Wir stehen schon richtig. Genau. X auf die Gleise stellen. Jo, perfekt. Von den Gleisen nehmen, auf die Gleise stellen, genau. Das sind unsere Wagen. Das ist sehr schön. Ich hätte fast gesagt, Kabinswagen könnten sogar sein, aber wir sind ja in Frankreich und in Großbritannien. Keine Ahnung, wie die da heißen. Dann zurück. Jetzt schaue ich mal, ob die Wagen hinten dran sind. Sollten sie, ne? Ne, sind sie nicht. Okay. Nochmal. Auf die Gleise stellen. Nächster Wagen. Entkuppeln. Dafür können die Wagen jetzt alle einzelnen kuppeln. Will ich ja gar nicht. Ich will jetzt einfach nur sagen, fahr los. Ehrlich gesagt. Also zurück hat, glaube ich, nicht funktioniert, sondern wir müssen beenden. Okay. Ach, wir müssen die mit der Lok verkuppeln, deswegen. Ah, okay. Die sind jetzt alle aneinander gekuppelt, die Wagen, aber nicht an die Lok gekuppelt. Okay, dann machen wir das nochmal kurz. Deswegen wollte das nicht koppeln. Sehr schön. Dann steht unser Zug bereit. Und wir steigen ein und machen uns auf den Weg. Nehmen die Feststellbremse raus. Nehmen die Bremse raus. Und schalten Leistung auf. Langsam anfahren mit dem Güterzug. Mal gucken, wie das mit der Kraft so ist. Aber ich schaffe das eigentlich ganz locker hier. Stahlwagen sind ja eigentlich schwer, ne? Also wir fahren ja schon einen ziemlich schweren Zug mit Stahlplatten, denke ich mal. Und jetzt ist der Lichteffekt aber interessant vorne. Man sieht ja irgendwie jetzt gar nichts mehr. Wenn man so gegen das Licht fährt. So, wir sollten nicht zu schnell werden hier auf dem Betriebsgelände. Das wäre nicht gut. Oh. Ja. 30 klingt gut. Was wir hier mal fahren werden. 50 dürfen wir rein, theoretisch.
Dann freue ich mich auf die Fahrt durch den Eurotunnel. So. Ich glaube, das Wetter wird auch nicht mehr besser. Es wird hier die ganze Zeit so bleiben. Das ist das Willkommenswetter in England. Oder es sei denn, es klart in England dann auf, keine Ahnung. Bei den Szenarien sind die Wettersachen ja voreingestellt. Ich bin noch mal ganz kurz hier ein bisschen mir den Zug angucken, das hat ausschalten. So, das ist doch ein schönes Bild hier, guck mal. Bisschen mehr Leistung noch. Und jetzt fahren wir schon wieder gegen. Obwohl, wir fahren ja Frankreich. Wir fahren richtig. Ach, fahren wir jetzt überhaupt. Oh, jetzt hoffe ich, ich fahre jetzt richtig und nicht da. Ja. Richtig. Gut. Ich hatte nämlich gerade gedacht, nicht, dass wir jetzt in Richtung Inland Frankreich fahren, aber wir fahren jetzt hier lang und hier müsste der Eurotunnel sein. Das ist Calais und dann ist hier London. Das passt. Da bin ich gespannt drauf. Ich frage mich, ob in irgendeinem anderen Spiel der Eurotunnel auch nochmal umgesetzt wird. TSW ist ja so eine Sache. Es ist, glaube ich, wenn man das in 1:1 nachbaut, nicht so spannend für 20 Minuten durch den Tunnel zu fahren. Auch wenn ich immer wieder Leute sehe, die sich das wünschen. Ich glaube, die Leute wünschen sich das da im Moment. Aber wenn sie es dann spielen, werden sie es höchstens auch noch einmal spielen, denke ich. Weil du fährst halt nur einfach nur die ganze Zeit durch den Tunnel. Vielleicht kannst du dann auf den anderen Seiten noch ein bisschen was Interessantes machen, wenn sich diese Autowagen da beladen. Diese typischen Auto-Shuttle-Züge, die dann, wo die Autos und Busse und so reinfahren und die LKWs in den Zug. Das wäre vielleicht noch ganz interessant, die zu rangieren und die zu fahren, aber die Fahrt dann selber durch den Tunnel ist dann nicht so spannend. Also wenn das eingebettet ist in die Strecke, zum Beispiel, wenn sie jetzt sagen, okay, wir haben ja schon einen Teil der HS1, der Highspeed-Strecke 1, das ist der Anschluss von Dover bis nach London St. Pancras, des Eurotunnels. Den haben wir ja schon und wenn sie dann sagen, okay, wir machen jetzt noch den Eurotunnel bis Lille oder so, als Beispiel. Dass man nicht nur den Eurotunnel hat, sondern auch ein bisschen französische Strecke danach. Geil wäre natürlich bis Paris. Dann wäre das auch schon wieder DSC, wo ich drüber nachdenken würde. Aber wenn man jetzt nur den Eurotunnel als Abschnitt baut, eher unspannend, oder? Also das wäre schon cool, wenn man irgendwann mal in TSW von London bis Paris 1:1 fahren könnte. So, wir fahren wieder auf der rechten Seite. Frankreich müssten wir doch eigentlich links fahren, ne? Und England erst recht. So. Ist das schon die Einfahrt hier? Wir sind gerade, fahren glaube ich gerade durch Calais. Ich glaube, wir nähern uns dann auch gleich der Einfahrt des Eurotunnels. Ich frage mich, ob da auch große Gleisanlagen hier im Spiel vorher sind. Ich denke, ja, könnte sein. Ich bin mal gucken. Ich bin echt gespannt, wie sie es umgesetzt haben. Weil manche Sachen sind ja für den Ansatz des Spiels ganz in Ordnung umgesetzt. Zum Beispiel Köln kann man wiedererkennen. Berlin kann man wiedererkennen.
Mal gucken, ob der Eurotunnel auch wieder erkennbar ist, obwohl ich ja persönlich noch nie durchgefahren bin und auch nur von Bildern den kenne. Ist eine Sache, die ich auch nochmal nachholen muss. Ich muss mal nach London mit dem Zug fahren. Ich meine, du musst umsteigen in zweimal. Wenn ich jetzt von Hannover losfahre, zweimal umsteigen vermutlich. Fährt man da über Paris? Ich denke mal eher über... Nee, Paris ist wahrscheinlich ein Umweg. Ich glaube, man würde eher über die Niederlande fahren, ne? Keine Ahnung, mit dem ICE bis Köln, in Thalys. Thalys bis Amsterdam oder so. Und dann in Amsterdam in den... Das ist übrigens der Auto, wo wir gerade reinfahren. In Thalys dann... Quatsch, in Amsterdam dann in den... Eurostar. Ich glaube, der fährt ab Amsterdam, ab Brüssel fährt der, glaube ich, auch der Eurostar, oder? Meine ich. Ich fand die Einfahrt in den Eurotunnel ziemlich unspektakulär. Da hätte ich mir ziemlich ein bisschen mehr vorgestellt, dass noch ein bisschen mehr an der Seite ist. Naja. Und jetzt geht es halt so ein Stückchen durch den Tunnel. Guck mal, hier hängt so die Tunnelröhren hängen hier sogar zusammen. Man kann rechts in die Tunnelröhre reinschauen. Ist das realistisch? Sind die Tunnelröhren so nah beieinander? Ich hätte gedacht, der Eurotunnel wären zwei getrennte Tunnelröhren. Aber korrigiert mich gerne. Und ich hoffe immer noch, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass rechts jetzt hier von uns ein anderer Zug langführen würde. Vielleicht sogar ein Multiplayer-Zug. Also irgendwie... Irgendein YouTube-Kollege, der hier mitfährt. Mr. Juckyplay, der zum Beispiel hier rechts dran vorbeifährt. Das wäre schon cool. Wettrennen durch den Eurotunnel, einer links, einer rechts. Das könnte man in dem Spiel auch super machen. Weiterhin durch den Tunnel. Und jetzt geht es, glaube ich, bergauf. Ja, da kommen wir wieder raus. Es geht bergauf. Und dann sollten wir gleich noch wieder aus dem Tunnel rauskommen. Und da direkt wieder Tiere nach dem Tunnel. Gut. Wollen wir keinen britischen Hirsch umnieten? So, jetzt sind wir hier ein bisschen... Na, sieht aber gar nicht so schlecht aus hier in England. Mit den Feldern und so. Ich finde ja grafisch das Spiel auch nicht hässlich. Also... Muss man schon sagen. Finde ich schon ganz nett gemacht. Da ist er auch weg. Die Tiere sind nicht mehr auf dem Gleis. Sehr schön. Heißt, wir können die 120 auch mal wieder fahren. Ah, ein bisschen noch.
Wo hier fast auch so abtropft am Zug. Interessant. Ich muss mal wieder reingehen in den Zug. Ich traue dem Braten wieder nicht, sonst schneiden wir gleich wieder in so ein Betriebswerk rein. So 100 dürfen wir. Fahren jetzt hier am Londoner Sägewerk vorbei. Und nähern uns London St. Pancras, würde ich mal sagen. London Hauptbahnhof. Heißt er tatsächlich? Okay. Ich bin mal gespannt, welchen Bahnhof sie jetzt, ob man den Bahnhof wieder erkennt, welchen sie hier dargestellt haben. Eigentlich müsste das vom Eurotunnel kommen, St. Pancras sein. Wir fahren ja auch gar nicht zum Hauptbahnhof, fällt mir auf. Wir fahren ja dran vorbei. Wir fahren zum Lagerhaus. Ich weiß nicht, ob das noch vorm Hauptbahnhof ist. Ich denke ja. Ich soll ein bisschen drauf achten. 120 dürfen wir wieder. Lass uns hier nochmal hochbeschleunigen. Man merkt schon, dass wir ein bisschen was hinten dran haben. Geht noch alles? Ich denke, wenn wir das Doppelte an Wagen hinten dran hätten, wäre das Ganze ein bisschen schwieriger hier. Das dürfte doch hier die Themse sein, oder? Welcher große Fluss soll das sonst sein, kurz vor London? Und auf der anderen Seite beginnt dann die britische Hauptstadt. Vorher geht es dann auch wieder so ein bisschen ins Land raus. Ist immer noch nicht London, glaube ich, wo wir gerade reingefahren sind. Wir sind also noch auf dem HST1 unterwegs, wenn man so möchte. Auch wenn Highspeed, wenn es Highspeed hier nicht wirklich gibt. Hat aufgehört zu regnen, ja, ne? Können wir den auch mal ausmachen? Ach, hier sind schon wieder Tiere, ja. Da freue ich mich tierisch drauf. Wie gesagt, diese... Kann man die vielleicht irgendwie ausschalten? Ich gucke mal, ob man eine Option für die Random Events ausschalten kann. Weil diese Tiere sind einfach so nervig, so häufig. Und wenn die jetzt gleich nicht zur Seite geht, gibt es halt Reh-Ragu. Weit haben wir es noch bis London? Ja, wir fahren jetzt hier immer noch eine Kurve und dann fahren wir nach London mehr oder weniger rein. Wir werden aber vor der Kurve noch schon, genau, wir fahren schon direkt am Lagerhaus vorbei. London Hauptbahnhof sehen wir jetzt gar nicht, welchen Bahnhof wir dargestellt haben, aber das werden wir vielleicht nochmal irgendwie in einer nächsten Folge sehen. Ihr könnt da generell mal in die Kommentare schreiben. Ich nehme jetzt mal so 2-3 Folgen auf von dem Spiel. Wollt ihr mehr Folgen von dem Spiel oder nicht? Wir werden nächste Folge auf jeden Fall noch ein bisschen Dampflok fahren, da freue ich mich sehr drauf. Das ist das, was ich noch vorhabe. Und dann schaue ich mal auf eure Reaktion zu der Folge. Lagerhaus. Ich glaube, diese Meteranzeige heißt, wie lange wir noch haben, bis wir sozusagen das Ziel erfüllt haben. Unten. Ne, irgendwie ist unten links die ganze Zeit eine Meteranzeige, die runtergeht. Keine Ahnung, was die bedeutet. Ach, bis zur nächsten Weiche. Ah, das ist die Meteranzeige.
Ja, schön mit einer Straße links, mit Verkehr drauf. So, jetzt sollen wir beantragen. So, ein Lagerhaus. You've been given clearance. Proceed to entry. Stelle die Stahlplattenwagen ab. Okay. Bisschen beschleunigen tue ich noch, aber ich werde dann gleich... Sind wir schon ins Stationsgelände jetzt hier? Oder habe ich mich jetzt verfahren? Bin ich auch mal rumgefahren? Nee, bin ich nicht. Okay. War richtig. Wir hätten links lang gemusst, wenn wir Richtung Hauptbahnhof gewollt hätten. Okay. Dann können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen langsamer fahren. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ich auf dem Präburgdorf donnere. Ich erinnere da an letzte Folge. So. Ich halte hier erstmal kurz und dann gleich wenn auch diesen, einmal hinter diesen Pfeil, der stört mir etwas und dann sehen, wo ich halten muss oder wo ich hin muss. Und ganz nach rechts, so wie es aussieht. Ach, Leistung raus. Ah, ich wollte Leistung rausnehmen, so. Und dann langsam auf unser Gleis. Dann können wir den Zug dort abstellen. Und dann haben wir unseren Auftrag schon beendet. Wir haben einen Auftrag beendet, yay! Ich glaube, in der ersten Folge, die ein paar Monate her ist, glaube ich sogar ein Jahr her ist oder so. Da habe ich den Auftrag nicht beendet, weil in Hamburg bin ich falsche Gleis gefahren. In der letzten Folge wollte er die Tür in Berlin nicht aufmachen. Naja, vielleicht kriegen wir den hier sogar zu Ende. Und dann gibt es nächste Folge Dampflok. Und zwar Orient Express Dampflok. Was auch sehr, sehr cool ist. So, entkoppeln. Jetzt entkoppeln. Sehr schön. Damit haben wir unseren Auftrag abgeschlossen. Entkoppeln. Zack. Confirm Delivery. Und wir können beenden. Sehr schön. Damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ach, wir haben plus 3 Minuten, wir haben 3 Minuten länger gebraucht. Naja, gut, passiert. Und dann fahren wir Dampflok. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Bis zur nächsten Folge, macht's gut und tschüss.